Neuigkeiten von der Sportwagenfront. In diesem Segment ist Audi neben dem TT mit dem teuren und spitz positionierten R8 vertreten, der einfach nicht in die Gänge kommt. Damit sich das ändert, wollen die Produktstrategen an zwei Enden nachlegen. Als neuer Einsteiger ist eine 1000er Serie des R8 mit Hinterradantrieb vorgesehen, der leicht abgespeckt fast 50.000 Euro weniger kosten soll als der Allradler. Zweiter Sportler soll ein Bruder des Elektro-Porsche Mission E werden. Die Schwaben könnten die Elektromatrix unter gewissen Bedingungen auch den Konzernmarken Audi, Bentley und Lamborghini zugänglich machen. Mit einem Radstand von 2900 mm ist J1 so das Kürzel zwar zu lang für einen Zweisitzer, nicht aber für einen Zweitürer, ein fünftüriges Coupé oder einen Shooting Brake. Im Prinzip wäre der Elektrosportler ein tolles Konzept für Audi Sport, aber weil der Vorstand mit der Projektnummer X17 angeblich Größeres vorhat und den Wagen deshalb unbedingt die Kernmarke einbinden will, erwarten wir für das aufregend gestylte Showcar, das schon auf der Messe in Shanghai Ende April debütieren könnte, ein vierflügeliges Türkonzept und vier bequeme Einzelsitze. Anders als der Porsche Mission E, der schon ab 2018 in Stuttgart vom Band laufen soll, liegen für Audi zwischen Traum und Wirklichkeit im besten Fall noch 3 Jahre.